Jan schwört auf das Prinzip Immergrün. Zum einen geht es darum, dass wir unser Bodenleben das ganze Jahr über ernähren wollen. Und das tun die Ausscheidungen der lebenden Pflanzenwurzeln. Die füttern unsere Bodenbiologie. Gleichzeitig schütze ich damit das ganze Jahr über den Boden vor Erosion, aber auch vor Austrocknung. Ich reduziere die Verdunstung. Das heißt, ich halte mehr Wasser im Boden, wenn ich den Boden das ganze Jahr über bedeckt halte. Und so kann ich am effektivsten und am schnellsten Bodenaufbau betreiben. Letztendlich würde auch kein Landwirt seine Photovoltaikanlage im Sommer ausstellen. Und nichts anderes tun wir, wenn die Fläche im Sommer bei 40 Grad schwarz ist und nicht grün. Wir können die Sonnenenergie nicht ernten. Und das will ich mit diesem immergrünen System, so gut es geht, eben machen.